Wir gehen erstmal hier wieder zu unseren Erinnerungen. Kälte und Nässe in eure Stiefel, dann solltet ihr einen Termin machen und euren Füßen etwas Gutes tun. Kommt zu Facho, er hat für jeden genau die richtigen Stiefel. Da dürfen wir wieder nicht entlang. Das ist ja immer doof, aber naja. Was willst du machen? Kannst du machen? Nix. Nehmen wir uns ein Boot, würde ich sagen. Keine Angst, junger Mann. So. Nehmen wir uns ein Boot. Und wie ging das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Rudern, so. Achso. So funktioniert das hier. Ja. Und dann gucken wir mal, wie lang das Spiel überhaupt noch ist. Das muss man ja auch noch sehen. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ehrlich gesagt hoffe ich nicht mehr allzu lange, weil ich hänge da ja auch schon ein bisschen was dran. Und wird Zeit für was Neues. Zeit für neue Sachen. Moin. Ich schipper hier nur so lang. Ist irgendwo auch unser Ziel. Naja, das war ja das hier. Komme ich denn hier irgendwo hoch? Ja. Aber er möchte sich wieder nicht festhalten. Obwohl, da hätte er sich festhalten können eigentlich, oder? Komm. Stehe ich nicht ganz. Am Fenster hier normalerweise auch. Zur anderen Seite. Nein, hält er sich nicht fest. Ja, dann den langen Weg leider. Willst du machen? Wenn er nicht möchte, dann möchte er nicht. Versuchen wir es mal hier lang. Moin. Bin ins Wasser gefallen. Entschuldigt, dass ich hier so plötzlich auftauche. So, rüber hier. Macht er auch nicht. Ja, komm. Willst es aber auch nicht, ne? Du willst es nicht. Nee. So, wie komme ich denn hier rein? Durch die Tür natürlich nicht, doch. Durch die Tür. So, da sind wir. Da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Augustino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig, dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Ui. Er floh ins Arsenal. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo d'Alviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Aber wir suchen ihn. Da wir hier so ein wunderschönes Ausrufezeichen haben, glaube ich, dass wir nicht allzu lange suchen müssen. Okay. Armee aufbauen. Kriegen wir hin. Ja, ich brauche aber im Moment nichts. Ich glaube, das passt schon alles bei uns. Supi. So, einmal hier rüber. Möchte er wieder nicht. Komm. Sei kein Frosch. Nee, 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 nee. Nicht so weit runter. Sofort. Runter. Sofort.
Wasser. Dann springen wir doch mal. Ja. Hübsches Schiff hier. Bisschen eckig hinten. Hätten sie ein bisschen abrunden können, aber ich hoffe, das ist ja nur mein Geschmack. Ne? Das muss ja nicht sein. So, einmal hier rüber. Was soll das denn? Das weiß ich auch nicht. Was das soll? Maskenball. Gibt es hier jetzt auch. Nur in anderer Form. So, da soll ich rein. Moment. Da müssen wir, glaube ich, rein, wa? Eine Schande ist das. Was? Du bist eine Schande. Tut nichts, faltet euch raus. Ihr werdet nur verletzt. Ja, wir sollen da wahrscheinlich rein, gehe ich mal von aus. Müssen natürlich einen Weg reinfinden, aber das sollte für uns Kletterkünstler kein Problem sein. Ja. Ich wollte doch nur drumherum. Um zu gucken, ob wir da irgendwo... Das sieht, glaube ich, schlecht aus, oder? Will er natürlich nicht hoch. Ich geh mal. Ja, spring ruhig. Ich geh mal hier nochmal außen rum. Um zu gucken. Hopsasser. Hier erstmal Schiff ausrauben. Da könnte man noch hoch, oder? Das sieht zumindest so aus. Ja. Die Frage ist nur, wo geht's weiter? Da an der Seite. Oder sollen wir die Dinger jetzt entlang springen? Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich mich gerne da an der Seite festhalten. Nein. Dorftrottel. Dorftrottel. Jo, dann versuchen wir es über die Dinger hier. Irgendwie weiterzukommen. Ah, will er nicht hoch, ne? Ah, ist ärgerlich gerade. Könnte er auch darüber springen. Schafft er aber nicht. Ach ja. Was ist schon so ein Assassine? Auf jeden Fall wird es einen Weg geben. Den hier zum Beispiel. Ach, wir müssen hier gar nicht rein. Bin ich jetzt echt so dumm gewesen? Gehen wir trotzdem rein. Wenn hier schon so ein Grab ist, gucken wir uns das mal an. Das wollte ich ja nicht mehr machen, weil das Zeit kostet, aber ehrlich gesagt, wir haben ja auch Zeit, ne? Wir haben doch, da komme ich gar nicht rüber, ne? Ne, da möchte er nicht hoch. Dann lasse ich das. Kostet zu viel Zeit, die wir haben. Angeblich haben. Hier müsste ja noch Wasser sein, dann können wir so überspringen. Dann gehen wir zum Ziel einfach ganz normal. Sure. Was auch immer das war, ich
wusste jetzt nicht, dass er abspringt. Hilfe. Kletterkünste hier. Da ist er. Wir kriegen dich doch. Ich hab nur meine Faust, aber die reicht, du Kleiner. Die reicht nicht. Wie ging das nochmal? Ist mir jetzt zu riskant. Zu riskant. So. Da ist das Ziel, würde ich sagen. Nein, zurück! Halt! Marke, was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Teufelsbraten, so hat mich auch noch keiner genannt. Hilfe! Ein schöner, leckerer Teufelsbraten, das ist aber lecker. So, hier hoch oder was? Ich hab keine Ahnung. Bitte. Da. Hilfe! Da ist irgendjemand, den wir sprechen sollen. Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Kam mir gerade noch rechtzeitig. Requiescat in pace. Patsche. Er sitzt in der Patsche. So.